Die diskutieren gerade, ob die es machen sollen oder nicht. Ja, ich wette, die killen uns gleich, Alter. Ja, dann hack doch mal drauf los. Wow. Ja, also die zwei Engländer mögen uns nicht, ne? Nee. Ja, yes. Dude, we are beginners. We have no experience in this game. We just choose one class. Give us a chance. Please. Jesus Christ. We got no weapon. We won't attack you, dude. Solange die Zombies hier sind, können wir euch nicht einladen. Habt ihr gehört, Jungs? Wir müssen die Zombies töten. Ja, ja, bin schon dabei. No. Und dann? Ja, damit ja, die mal uns einladen von der Stadt weggehen. Oh man, these people look dodgy. So, und wann ist jetzt der Moment, wo wir die alle wegschnitzeln? kommt mal mit. Und dann können wir euch dahin einladen. Ja, ja. Ich fessel die jetzt alle und dann schneide ich den beim Lebendig gleich den Penis komm, wir hetzen gleich gegen die Engländer. Mit der Guthouse-Funktion. Ja, Mann. Gut. Die diskutieren gerade, ob die es machen sollen oder ja, nicht. Ja, ich wette, die killen uns gleich, Alter. Ja, dann hack doch mal drauf los. Wow. Und dann hat mich angeschossen. Hey, who shooted me? Who shoot? Ah, das ist mir zu chaotisch mit den ganzen Typen. Einer hat mich angeschossen. Die schießen uns ab, Mann. Oh mein Gott, ich werde beschossen. Lassen die Halle laufen. Ja. Wir können nicht vertrauen, wir müssen weg. Ist das einer von uns jetzt hier, oder was? Ich also glaube, ja. Ahnung. Jemand schießt uns an. Ich verstecke mich in der Halle. Kommt in die große Halle, Leute. Come into the Great Hall. Mann, ey, was ist denn das mein hier? Mein Bildschirm wackelt. Ich denke mal, ich muss jetzt Painkiller nehmen. Ist das Smoker? Ja. Wie kann man sich bandagieren? Weißt du das einer? Keine Ahnung. Musst, warte mal. Du kannst dein Inventar, glaube ich, nicht öffnen, wenn wir da sind. Doch, ich kann es öffnen. Doppelklick auf deine Items machen im Inventar. Okay, das stimmt, der bandagiert sich. Ach, dann ist das wieder der Typ da hinten im Wald, oder was? Ja, meinst du, der... Guck mal, wie die reden, Alter. Was ist denn da los? Ich will denen nicht vertrauen, ehrlich gesagt. Die Engländer da, der Deutsche ist in Ordnung, aber die Engländer da, die rasten ja aber aus. Ja, ja, die schießen uns irgendwann einfach ab. Ja, Mann. Fucking Germans. Sollen wir einfach weglaufen von denen? Ja, ich... Oder warte mal. Wenn wir wegrennen, denke ich, knallt die uns ab. Einfach sagen, vielleicht doch... Ja. Wir gehen mal auf eigene Schnauze weiter. Die rennen den Berg runter. Da ist aber noch einer. Guck mal, die rennen weg. Da sind noch zwei. Suchen die uns jetzt? Ach, die suchen, glaube ich, den, der auf uns geschossen hat. Wer ist das denn? Ich habe keine Ahnung, da sind noch zwei, wie gesagt. Wenn wir die töten, ey. Dann geben die es im TS durch und dann töten uns die anderen. Die sind nicht im TS, das sind Deutsche und Engländer. Glaubst du, die zocken zusammen? Ich denke nicht. Es gibt auch internationale Freunde. Ja, glaube ich nicht. Do you know that? Yeah, I'm coming. Ich habe einen Kompass, so ich weiß ja nicht, in welche Pass auf, Richtung. Also moralisch kriegen wir, sagen wir so, ich glaube, wenn wir mit denen abhängen, kriegen wir sowieso einen auf die Schnauze. Ja, aber wenn wir die abknallen, sind wir sowieso am Arsch. Wir müssen einfach schauen, dass wir da als Heile rauskommen aus der Sache. Moment. Wir sind zu dritt, ich glaube schon, dass wir die wegabziehen können. Hat einer von euch zufällig ein Bloodpack? Ich sehe hier fast nichts mehr, weil ich wurde eben angeschossen. Ich glaube, hier sind nur die Amis. Guys, do you got a Bloodpack for my friend? Gibt's überhaupt Bloodpacks? Been shot by one of you. Ey, so viele Zombies hier. Gott, wenn ihr wenig Blut habt, ne, ihr seht absolut gar nichts. Ja, ich verliere auch schon Farbe. Dann benutzen eine Bandage. Ne, also ich habe Farbe verloren. Also. So meine ich das. Weil dieses eine Knödelchen hat mich zum zweiten Mal erwischt. Hallo? Alter, wie viele sind denn da? Don't shoot us, please. Don't shoot. Mann, Macker, wer hat denn hier seine Sprechkraft an? Irgendeiner von den Engländern da. Da kommen wir gar nicht durch. Alter. Was ist denn jetzt mit denen?
Das ist die Frage. Also ich bin dafür, dass wir getrennte Wege gehen. Ja, ich bin auch dafür, dass wir uns abziehen. Hey, Deutscher, möchtest du mit uns kommen? Deutscher. Komm, no, Luca, wir verdünnisieren uns schon mal. Okay, we go now. Please down. Kommst du mit? We are friendly guys. Ich komm, warte, können wir noch eine Sekunde kurz zu. Ja, klar. Das habe ich so. Weil ich habe jetzt die Einstellung gefunden. Die diskutieren jetzt, ob die uns töten sollen, weil wir die stalken. Wir stalken die, ja, genau. Ja. Lass uns einfach abhauen. Der okay, Osterhase stalkt eure Mutti. Komm, wir hauen einfach jetzt aus. Wir laufen weg. Misstrauische Engländer. Also ich habe jetzt eine Bandage genommen. Ich habe jetzt einen Painkiller genommen, ne? Und ja, du brauchst Blut, Mann. Genau, das ist wahrscheinlich, was ich brauche, weil jede Sekunde verschwimmt mein Bild so, dass ich wirklich gar nichts sehe. Mach Post-Prozess aus, wenn du das. Gut, vielleicht ist es Cheating. Weiß nicht. Ja. Was war denn das jetzt? Wow, leck. Leck dich selber. Wir müssen. Ey, wieso looten? Ist denn hier kein Hausbegeber, Mann? Wir müssen looten, Leute. Wir brauchen Blut für den Mucker. Ja, ich könnte auch eine gebrauchen. Bei mir ist zwar noch lange nicht so schlimm, aber. Warte, hier ist ein Stadtname, ich kann das ja lesen. Kevin, was? Ja, ich habe nämlich gerade eine Map gefunden. Ich bin in Dolina, wir sind in Dolina. Kevin, genau. Dann komm nach Dolina. Warte, ich habe gerade ein Zombie-Problem. So. Aber meide die Stadt, weil da drin sind Schiedswütige und außerhalb auch. Nur in die Richtung kommen, genau. Ja, mach ich. Komm in die Stadt, aber meide die Stadt und außerhalb auch. Das ist so ein Paradox wie: ach komm, geh weg, ey. Das ist genau der gleiche Scheiß. Ich sehe erstmal die Map. Ah, okay. Ist ja gar nicht groß, Mann. Alles spielt sich am Fluss ab, okay. Fluss? Wieso kann man hier in kein Haus rein? Wir sind zu verfüllt von der Standalone, Mann. Es gibt keine Stadtnamen, verdammt. Wie, es gibt keine Stadtnamen? Auf der Map gibt es keine Namen für die Städte. Oh mein Gott. Dann gehen die Stadt, die Dolina-mäßig aussieht. Das ist eine Blechschütte. Uns verfolgt einer. Okay. Aber... Der hat auch eine Axt. Der Norden sieht geil aus. Wirklich? Er sieht so aus. Irgendwas hält er in den Händen. Ja, der hat eine Axt. Aber das ist ein Böse, glaube ich. Lass ihn fragen. Komm. Wir sind zu dritt, Mann. Wir können ihn platt machen, wenn er aufmuckt. Hey, Dude. You want to join our group? Hat er eine Hand? Ach, ja, die Axt. What the fuck? Oh, das ist R2D2. Hi, R2D2. Hello, my friend. Why don't you understand me? Very suspicious. If you don't want to join us. Das ist eine Generous Map? Wie, nee. Wie übersteuert der Typ, denn ich hör nichts. Der hat das Mikrofon in seinen Killkopf integriert, glaube ich. Aber der hat eine Waffe auf dem Gegner. Ja. Holy shit, ich bin ein bisschen geschockt. Guy, please don't follow us. Lass einfach weggehen von dem. We are shy. Ja. Yeah. Yeah. Alright. Alright, jetzt packt er die Waffe aus. Bam, 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 alle drei tot. Der übersteuert übertrieben. Ja, weil Mikrofon auf 2000. Und dann noch Dezibelverstärkung auf maximal. Haben wir nicht irgendwann mal hier Call of Duty angezockt? Und dann war das ja, so das schraubt. Call of Duty schraubt bei uns immer den Mikrofonpegel auf 100. Und dann wird die Folge schnell Call of Schreihals. Ja. Call of löschen und Alt F4 machen. Also wir laufen jetzt nach Polana, links wäre es da durch. Die Schilder sind einfach von Chernitus übernommen. Ja, ich habe jetzt auch hier gerade eine Map gefunden. Unten fließt ein Fluss und direkt am Fluss ist einmal Elektro und einmal Cherno. LOL. Direkt so aufgebaut. Copy and paste die Stadt einfach. Doch, ohne Spaß. Ganze Map Feuerwache aus Cherno rauskopiert. Kurz vor Cherno. Oh, ich bin eine neue Zone. Map. Nur auf der anderen Seite ist halt dann noch Land. Und ist also ich meine trotzdem siehst die zwei nicht. Städte, aber kein Dolina oder was? Du hast gesagt, alle Städte liegen am Fluss. Wir sehen keinen Fluss. Lauf da hin. Da muss ich in den Norden, seid ihr im Norden? Wie es aussieht. Nee, wir sind in Dolina. Oh. Wir sind in Dolina. Oh, hörst du nicht? Ja, war ein Versehen. Hey, Kevin, hörst du mich? Hallo. Echo. Technische Probleme. Also wie gesagt, ich sag mal, das Fake Channel, Fake Electro liegt hier an dem Fluss. Und das andere ist dann der Norden. Ich denke mal, der Hunter-Spawn, der ist allgemein im Norden. Weil, guck mal, die waren alle voll equipped, ne? Und wir sind alle immer oben gespawnt. Oder zumindest alle zusammen gespawnt. Dann bin ich gelaufen. Kann sein, ja. Dann laufe ich mal kompassmäßig Richtung Norden. K-
glaube, wir sollten uns auf jeden Fall mal schlau machen, welchen Vor- und Nachteil welche Fraktion hat. Ich habe gesehen, wir haben in der Tasche mal ein Messer. Wenn ihr mal euer Inventar öffnet. Ja, das habe ich aber, damit habe ich dich ja schon zerhackstückelt. Ach so. Habt ihr die Schüsse gehört? Gerade war ein Einzelschuss. Ja, den haben wir hinter uns gehört. Hinter uns? Sicher? Ja, ja, der kam von okay. hinten. Ja, okay, wenn die das sagt. Ich kann leider nur noch hören, ich sehe ziemlich wenig. Also mit dem Messer können wir Ding auf jeden Fall andere Spieler gatten. Loot! Loot! Hey, hier ist echt Kisten, Inventar. Hier ist Back auch? Nee, das ist ein Fernglas. Hier ist Munition. Eine Bandage, die nehme ich mal. Blueprint Civilian Tent. Oh, wenn ich die Schilder lesen könnte, schade. Eine Wasserflasche. Wie sieht man denn, ob man verdurstet? Weiß das einer? Ja, wenn du tot am Boden liegst, dann bist du verdurstet. Der atmet dann ganz plötzlich so richtig so. Ist wirklich keine übertrieben. Ist nicht übertrieben, Mann. Aber die Zombies sind one hit im Darks, das ist nicht schlecht. Ich habe da einen Engländer getroffen, der hat mir das gesagt, ne? Und ich war schon die ganze Zeit am Verdursten, hab's nicht gemerkt. Also wenn man Hedge stellt, sagst du? Ja, ja, so richtig, ja genau, das merkst du dann aber richtig. Okay. Ich habe eine Wasserflasche, falls wir irgendwie einen Brunnen oder sowas finden. Das ist auch praktisch. Ja. Ich glaube, in der Stadt war vorhin einer. Der Kevin hat eine Waffe, ja? Hätte eine Macke auf. Okay, Kevin hat durchgespielt. Ja, ciao, macht's gut. Nächstes Game. Ich disconnected. Bin total verloren, ich habe eine Karte, ich weiß aber nicht wohin. Was lesen könnte. Moment, Moment, Moment. Ich habe was gefunden und zwar Blueprint. Wir brauchen einen Hammer, zwei Canvas Material und zwei Pair of Aluminium Poles. Für was? Eine Aluminium-Pole habe ich mal irgendwo gesehen. Wofür? Für ein Zelt. Was machen wir mit dem Zelt? Fliegen damit zu Kevin oder was? Nee, es kann sein, aber dass man da drin schlafen kann, wie bei Origins. Dass man sich schon das kann sein. Ja. Auf was für Ideen der Mucker kommt. Der Mucker denkt halt immer einen Schritt voraus. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur 1:1 Copy-Paste ist. Ja, das kann gut sein. Ich weiß gar nicht, ob das bei Arma 3 DayZ auch so ist. Ich habe das auch ewig nicht mehr gezockt. Wie ihr mir nachlauft. Ich war AFK, laufe einfach aus Versehen im Wald rein und ihr lauft hinterher. Geil. Aber man muss sagen, hier gibt es keine D-Syncs. Ja, also, und es läuft viel stabiler nicht, ne? Als alles andere von Arma. Ist das normal, dass deine Pampa an Zombies spawnt? Ja, das war eben auch, wo wir gespawnt sind. Ja, die sind überall. Da vorne ist eine Stadt. Hier links, ne? Ja, wir auch. Also, wenn da eine Stadt ist, dann seid ihr weitergelaufen. Seid ihr ganz im Norden. Abkürzung. Da müsste, wenn ihr reinkommt, auf der rechten Seite irgendwie ein großes Gebäude sein. Also kleine Gebäude und dann auf der rechten Seite ein großes Gebäude. Wir laufen abseits der Straße. Achso, okay. Na gut, dann weiß ich mal, wo ich hin. Deswegen müssen wir von nach oben rechts. Ja, hoffentlich stimmt das dann auch. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Der Kevin, das ist jetzt so wie in Battlefield 2 unser Commander. Der navigiert uns. Du müssen mir alles genau beschreiben. Roadkick. So. Huch, warum bin ich jetzt in First Person? Ich auch gerade. Ich weiß, wo ihr seid, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Kannst du keinen Mapmarker machen? Nein, gar nichts. Da wäre wieder ein Schild für einen Straßennamen. Es gibt hier leider keinen. Oh mein Gott. Achso, sind nur ein paar. Wenn ich euch finden könnte. Ja. Da oben ist aber. Ist das gelaufen oder hat er einen Busch geladen? Kann das Auto da benutzen? Läuft ein Spieler. Ja, also doch, ne? Der im Schwarzen, den habe ich gesehen. Hey, man. Friendly. You don't have to run away, dude. Ja, das Angst euch. Ihr müsst nochmal alle killen, das ist euer Job. Okay, hier gibt's einen Haufen Loot, Leute. Das unter anderem Loot. Einen Hammer. Hey, Hammer habe ich schon gefunden. Okay. Ich habe auch eine Karte. Ich habe eine Uhr. Ja, die habe ich drin gelassen. Durch einen Kompass, das wäre. Also seid oben rechts zu Loot. Ja, Leute, wir haben eigentlich die falsche Fraktion zum Friendly spielen, ne? Ja, er spielt ja nur Friendly, weil er keine Waffe hat. Eben. Wir haben Waffen. Ja, Äxte, wow. Wir sind fürchterlich gefährlich. Da so zum Spiel kennenlernen. Du siehst das, True, wo ihr seid? Warte, ich muss noch Zombies wegnatzen. Und dann schau mal bitte nach unten. Das ist Elektro und Schau. Da hinten rennt der Spieler. Also sehe ich mich selber auf der Karte, oder was? Nein. Du kannst doch aber mit dem... Wenn ich da draufklick, dann bin ich... oben.
Plan, Quadrat, links 18, oben 42. Ach so, das, okay. What heißt the fuck? Also wenn dieser Kreis stimmt. Okay, ich bin unten links, ja, das stimmt. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach unten oder einen Kommentar da. Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. Einmal bei dem Turo, der mitgespielt hat, einmal beim Kevin.de, der mitgespielt hat und einmal bei dem Grandelbart, der mitgespielt hat. Außerdem habt ihr hier oben noch ein Arma 2 DayZ Video und unten die letzte Folge Arma 3 Breaking Point. Haut rein!